Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Foodtest-Video. Ich habe ja gesagt, es kommen noch einige aus diesem Zimmer. Ja, ich habe hier zwei vegane Riegel von Maxi Nutrition in Rossmann entdeckt, letzte Woche schon. Und zwar einmal Chocolate Peanut Karamell und einmal Chocolate Fudge. Ich bin gespannt, wie sie sind. Sie haben beide unter einem Gramm Zucker. Und der Chocolate Peanut hat das 8,3 Gramm Protein und der 9,4. Für den Veganen gehen auch die Kalorien voll klar. Ich dachte immer so, dass es voll viel mehr wird. Der hat zum Beispiel unter 170 und der hat 172. Also plus minus 2 Kalorien um die 170 rum ist voll gut, voll okay. Und dafür trotzdem noch 10 Gramm bei einem veganen Proteinriegel ist schon gut. Und ich fange, glaube ich, an mit Chocolate Fudge, weil ihr wisst, Chocolate ist jetzt nicht unbedingt meins und ich habe bei den Peanuts noch so ein bisschen auf die Nüsse Hoffnung. Das riecht sehr gut. Maxi Nutrition ist bei mir so ein bisschen... Es gab Riegel, die waren echt gut. Und dann gibt es Riegel, die sind mir einfach viel zu künstlich und süß gewesen, deswegen. Aber der riecht vielversprechend. Der sieht aus wie Zartbitterschokolade. Ich habe leider ein echt schlechtes Licht, ne? I'm so sorry. Ich würde ja gerne irgendwie Licht anmachen, aber es geht nicht. Konnte mich halt gar nicht auf den Geschmack konzentrieren. Am Anfang. Erstmal. Pluspunkt, das sind die ersten, die das Versprechen des Bildes halten mit einer Soße, die wirklich Soße ist. Also mir ist das. Gut, okay, da sieht man es natürlich jetzt gar nicht. Nee, gar nicht. Gerade tatsächlich entgegengekommen, die Soße. Vor allem Karamellsoße klebt schön. Aber die Konsistenz ist voll gut. Das Crunch in der Hülle, richtig geil. Es ist eine sehr dicke Schicht Schokolade. Aber ja, die Brownie-Schicht, beziehungsweise die Schokoschicht, ist auf der trockeneren Seite, aber nicht trocken, dass man danach was trinken will, unbedingt. Also es hält sich sehr im Rahmen, es ist sehr angenehm zu essen. Die Soße hat mich gerade überrascht. Ein bisschen, habt ihr vielleicht gesehen. Aber auch sehr lecker. Ich kann ja mal versuchen, so die Soße so zu kosten. Doch, ist eine gute Soße. Ist gut. Check mal. Das filmen dann gleich. Doch. Hat echt so was Kakaoisches. Nicht süß-schokoladisch, sondern wirklich so backkakao-richtig-schokoladisch-schokoladisch. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und jetzt freue ich mich erst recht auf den. Vor allem vegan. Jetzt weiß ich ja, dass Soße kommt. Das ist, glaube ich... Ist das Vollmilch? Das sieht so dunkel aus. Vielleicht ist es auch wegen dem Licht. Zartbitter. Genau, doch, das ist Zartbitter. Und das ist... Auch Zartbitter. Juhu. Soße auf dem Tisch. Hier kommt Karamell richtig geil, die Erdnüsse. Ein Traum. Alles super klein, angenehm zu beißen. Hier sieht man die Schichten auch richtig gut. Oh, ich finde die beide richtig gut. Ich bevorzuge den Choco Peanut, weil da auch einfach ein paar Erdnüsse mit drin sind. Aber beide super lecker, würde ich beide sofort wiederholen. Also wer wirklich so schokoladig möchte, aber Schoko-Schoko und nicht süßes Schoko. Und definitiv Chocolate Fudge. Richtig geil. Und wer Snickers oder sowas mag, richtig geil. Ich bin begeistert von der Konsistenz. Also das ist so die Bärbels Vegan Protein Konsistenz ein bisschen. Die fand ich ja auch ganz gut. Oder doch, ja, die Bärbels? Ne, die Multipower. Daran nämlich, die, genau, daran sind die angelehnt. Diese Multipower, die fand ich ja beide auch top. Das waren ja meine Favorite Vegan Riegel. Daran sind die sehr angelehnt. Schmecken ist super gut. Also vor allem vegan und damit diese Konsistenz. Und ich bin die Soßen.
Ich hab noch nie bei einem Riegel eine so gut umgesetzte Soße gefunden. Die sich auch so gut durchzieht. Also, top. Deswegen bekommen die an sich als Riegel von mir eine 10 von 10. Sind richtig geil. Ich mag die Nährwerte. Preislich waren sie, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber ich habe immer noch weniger als jetzt Bärbels. Aber würde ich mir auch safe nochmal holen. Also kann ich nicht meckern. Kann ich wirklich nichts meckern. Ich war ja sogar positiv überrascht. Also bekommen beide eine 10 von 10. Ich bin, eigentlich müssten, die haben ja sogar noch Pluspunkte, so mini, also 10 mit Sternchen, Sternchen, weil die Konsistenz mit der Soße mich einfach voll umgehauen hat. Also, top, 10 von 10. Also, wenn ihr sie findet und vegan Riegel sucht, nehmt sie. Die sind echt lecker. Aber auf jeden Fall, ja, dann danke fürs Einschalten. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert auch gerne die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!